Hallo liebe Zuschauer, heute zeigen wir euch Willi Unicorn. Heute gibt es mal wieder so ein Wunschkonzert, eine Wunschverpackung in dem Fall. Aber ich sag's immer vorneweg, das kann auch nach hinten losgehen. Weil bei dem einen oder anderen Produkt haben die das auch schon nicht so positiv bewertet. Das muss auch so sein. Und bei den Pfeilen. Das erste Problem haben wir gleich zu Beginn. Es geht nicht richtig auf. Ich brauche eine Schere. Okay, dann hole ich eine Schere, beziehungsweise schau mal, das kann man hier auf der Seite aufmachen. Was ist denn das überhaupt? Philly Unicorn. Das ist von Goliath. Ja, Goliath haben wir euch schon viele vorgestellt. Dann reiße ich nur das da aus. Und damit haben wir das schon auf. Das ist so eine Wunschverpackung dann in dem Fall. Und jetzt schauen wir mal, was drin ist. Was ist denn da drin überhaupt? Wie geht das auf? Das geht wahrscheinlich gar nicht auf. Okay, so, was haben wir jetzt hier? Aha, wir haben hier jetzt dreimal, okay. Und hier haben wir jetzt auch noch was, viermal und hier haben wir einmal. So, dann holen wir eine Schere und dann packen wir es mal aus. So, und wie ihr es bei uns gewohnt seid, gibt es immer mal wieder was aus dem Bereich Spielzeug. Das kann allerdings gut, allerdings auch mal sehr schlecht ausfallen. In der Vergangenheit gab es auch einige Produkte, die uns gar nicht gut gefallen haben, das sagen wir auch direkt. Auch wenn wir jetzt die Produkte beispielsweise gestellt bekommen, ist ja eine Wunschverpackung. Wir wissen gar nicht, was uns erwartet. Und letztendlich sagen wir das auch gleich direkt, wenn es uns nicht gefällt. In dem Fall weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch noch nicht, was mich hier erwartet, außer ein paar Tütchen hier, viel Plastik, mit dreimal, viermal und da auch nochmal ein Tütchen drin, ich bin mal gespannt, aber es heißt ja auch so Unboxing, also es soll auch schon Spaß machen auszupacken, keine Sorge, wir werden weiterhin viele Spiele machen, aber Goliath ist bekannt für viele Spiele, aber auch solche Spielzeugsachen und deswegen habe ich gedacht, gerade weil die Alina eh so auf Hatschimels und solche Figuren steht, das könnte ihr gefallen, mal schauen, ob das wirklich so gut ist, sie hat die Tüte gleich offen und dann bin ich mal gespannt, was da drin ist, ob sich das überhaupt lohnt. Weil im Moment, ich glaube, jetzt ist es zu offen, Alina. Jetzt schauen wir einfach mal rein. Also im Moment sehe ich da noch gar nicht viel. Ich weiß eine gar nicht. Schaukel. Ist sicher? Ich glaube schon. Was soll man damit machen? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich glaube, das muss man erst so. Ja, da ist gar nichts dabei. Was ist da noch drin? Ich mache das mal auf. Da ist vielleicht. Okay. Das geht zusammen, Papa, guck. Ja, aber eine Anleitung gibt es nicht, wie in so Ü-Eier-Figuren etc. Aber selbst erklären in dem Fall. Im Moment sieht es nach recht wenig aus. Das musst du nur noch richtig zusammendrücken. Ja, okay, aber viel ist es nicht. Was kommt denn da noch? Das haben wir leer. Das ist leer, da haben wir noch was. Da muss eine Figur wahrscheinlich drin sein. Schauen wir mal. Machen wir aber erstmal das zusammen. Nein, und dann, weißt du, wie das geht? Ich habe keine Ahnung, wie das zusammengeht. Ich weiß es. So, Altersangabe ab 3 plus wird angegeben. Die Alina ist 5 Jahre. Klar, die steht natürlich richtig total auf solche Figuren. Hab ich doch schon. So, und jetzt, was machen wir dann? Ich habe keine Ahnung. Kommt es da dran? Da brauchen wir zuerst die Schaukel. Ist das die Schaukel? Manchmal bin ich echt überrascht. Ich habe überhaupt keinen Plan, was ich jetzt da machen muss. Und die Kinder oder die Alina sieht schon automatisch, dass das eine Schaukel ist. Ist das eine Schaukel, was das sein muss, weil es ist auch nirgends abgebildet. Das kann nur eine Schaukel sein, guck doch wegen dem. Okay, dann schauen wir mal nach. Und ist es schwierig zum Zusammenbauen? Gerade gar nicht. Gerade gar nicht? Guck doch, das habe ich schon zusammen. Okay, und jetzt mache ich mal die Tüte auf, das kann ich mal machen. Dann schneide ich das mal auf und gucken wir mal, was da rauskommt. Oha. Ich glaube, jetzt gibt es Pluspunkte bei der Alina. Ja, das hat jetzt gezogen. Ja, okay. Ja, ganz nett. Für die Alina super natürlich. Was ist denn da drin? Da ist nur eine Tütchen drin. Da steht dreimal drauf. Also alles Überraschungen. Man weiß also nicht, was einen erwartet. Mach's mal auf. Was soll denn nicht? Das ist die Anleitung, wo ich mit aufgemacht habe. Das? Das ist wahrscheinlich. Und auf. Auf. Okay. Auf. Ah, Aufkleber. Guck mal an die. Okay, das ist ein Aufkleber. Oh, siehst du? So, warum man das in eine Tüte verpackt, das ist mir echt ein Rätsel. Das finde ich doof. Also, würde ich sagen. Wie kann man das hier schmücken? Ja, das kannst du schmücken. Aber guck mal, das sieht man es übrigens. Warum man das noch in eine Tüte gepackt hat, das hätte man auch zeigen lassen können. Schau mal, die haben das extra so in eine Tütchen noch verpackt. Also, oh Mann, ich habe falsch gebaut. Da kommt noch. Ah, das ist was anderes. Das passt, glaube ich. Aber da war auch noch mal was dabei. Also, jetzt habt ihr es auf jeden Fall gesehen. Was haben wir noch? Jetzt haben wir hier Crystal vom Swarovski. Ja, okay, ich merke schon. Also, das erste war die Kugel hier. Super Size Surprise.
Ja, außer die Anleitung, viel Plastik etc., da hätte man sich natürlich auch einiges sparen können. Das hätte ich ganz anders gemacht, aber man merkt ja, das macht den Kindern Spaß, da steht Überraschung drin. Dann schneidet man es auch vorsichtig auf und hat natürlich auch seinen Spaß. Schere gleich auf die Seite. Komm, ich mach's noch mal ein bisschen auf hier. Nein, da ist ja noch gar nicht, das mit Absicht so gemacht. Haben die extra gemacht wegen dir, oder? Vorsicht, Finger. So, und ja. Jetzt schauen wir einfach mal, was uns da erwartet in dem Fall. Ja, dass die natürlich die Kinder hier, beziehungsweise Mädchen im Alter hier, voll überzeugen, ist mir auch ganz klar. Solche Figuren ziehen immer. Das macht richtig Spaß. Das natürlich. Für dich erstmal die Anleitung. Pluspunkt. Wenigstens haben die Anleitung wenigstens in eine Tüte reingemacht. Eieiei, ich ahne schon hier. Nichts mehr drin. Ein Schloss. Nichts mehr drin. Okay, ach, da sind nur Figuren drin. Und da gibt es verschiedene Figuren. Und klar, da kann man natürlich sammeln ohne Ende. Da können wir auch das, ja, dann kannst du tauschen und da sind die ganzen Figuren drin. Also aber hier in solchen Sets. Nicht. Ja, die kann man auch hinlegen. Kannst du auch hinlegen. Hier sieht man es nochmal. Also etliche Figuren sind in dieser Verpackung drin. Also Papa, wenn ihr nur Figuren Papa, wollt, dann reicht quasi auch so eine Verpackung. Das ist ganz cool mit dir. Das Schaukel ist umgefallen und wo ich es aufgestellt habe. Ist sie drin geblieben? Okay, also. Das ist voll. Hey, du stehst auf dem Haargummi. Also, ist das ein Haargummi? Nee, nein, das ist die Schaukel. Das war bei dem zusammen. Das war bei dem zusammen. So, die Aufkleber nicht verlieren. Und jetzt machen wir noch die letzte Packung auf. Wo war und das? Da ist eigentlich schon fast klar, was es ist. Wo war das? Das machen wir jetzt hier mal auf. So, kleines Fazit. Ich muss ganz kurz die Alina nochmal unterbrechen. Alle drei Sets gut? Ja. Welches war das Beste bisher? Ich weiß nicht, alles sind gleich gut. Reicht, es reicht doch eigentlich, wenn du sowas hast, oder? Du brauchst doch nicht sowas, oder? In der Kugel. Oder braucht man das auch? Doch, kann man auch gebrauchen. Was für eine blöde Frage vom Papa. Also, es war ein kleiner Ausflug in den Spielzeugbereich. Keine Sorge, es geht natürlich weiterhin viel mehr um die Spiele hier auf dem Kanal. Aber Goliath in dem Fall, das verkauft sich sicherlich wie warme Semmeln. Ihr könnt ja mal reinschreiben, wenn jetzt hier ein paar Kinder auch zuschauen. Vielleicht auch 5-, 6-jährige, 7-jährige Mädchen, vielleicht auch Jüngeren sagen, what? Das ist ja richtig cool. Schreibt doch mal in die Kommentare rein, was ihr davon haltet, weil es gibt ja schon einiges auf dem Markt. Die sind aber ganz hübsch gemacht, muss ich ehrlich sagen. Also echt toll. Da kann man auch nicht meckern. Ist ja ganz klar, dass es die Kinder, die Mädchen überzeugt. Also insgesamt durchaus gelungen. Das war mal wieder ein kleiner Ausflug und jetzt mache ich Schluss. Nach der Aline, ihre Meinung brauche ich gar nicht fragen. Die findest du ja super, ganz klar, aber in dem Fall voll die Zielgruppe erwischt. Also in dem Fall ja, genau das richtige Philly Unicorn, verschiedene Sets gibt's da. Und die da. Sachen brauche ich immer auch. Ja, ich merke schon, Sammelkarten. Die kleine Sachen. Ja, und da geht's dann los. Die sammle ich manchmal. Dass die Oma und Opa, viele Grüße an dieser Stelle, auch genau wissen, was die Alina sich vielleicht demnächst wünscht. Weil da gibt es unendlich viele Sets. Also habt ihr auf jeden Fall einen Blick gekriegt. Jetzt mache ich aber Schluss für heute. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen hoch und oder ein Abo. Wenn ihr uns unterstützen wollt, schreibt es einfach in dem Fall, schaut einfach mal in die Beschreibung rein oder in dem Abspann. Da gibt es einige Möglichkeiten, wie ihr uns auch unterstützen könnt. Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei vielen, vielen Spielen oder Spielzeug. Ein kleiner Ausflug darf ja auch mal sein. Bis bald. Ciao.